I am but a dream in a slumber. Damit sind es noch 11. Hallo meine Freunde, willkommen zurück zu unserem Let's Play zu Jack the Lions 3. Ich bin 7Ake, schön, dass ihr da seid. Wir sind heute wieder irgendwo im Nirgendwo. Wobei, irgendwo im Nirgendwo ist in dem Spiel ja sogar ein definierter Ort. D'accord. Wir sind hier im Camp der Hillbillies. Die Von Dassels gegen die Dommage. Und dort haben wir freundlich für Frieden gesorgt. Oder mittelfreundlich. Wir springen direkt, ihr seht's schon, in die Ausrüstungsansicht, denn wir haben ein bisschen was zu tun, ein bisschen was zu besprechen. Und der wichtigste Punkt ist, hier haben wir ein kaputtes PSG, aber wir können noch mit der Org weiterarbeiten. Das ist schon mal gut. Die Frage ist, ob wir eine der Winnies mitnehmen. Ich tendiere dazu. Die Frage ist, wie. Denn die anderen Waffen sind nur einsatzfähig. Aber haben auch schon mal bessere Zeiten gesehen. Wir haben noch eine Ersatzwaffe. Wir haben jetzt hier die. Aber zuerst Geld weg. Munition muss mit. Und ich glaube, eine der Winnies zu haben, ist gar nicht so verkehrt. Da würde ich sagen, die verschrotten wir. Brenngas ist was für Boulder. Stahlplatten könnten wir einsetzen, wenn jemand Technik könnte. Alles so Probleme, mit denen man sich rumschlägt. Hier können wir Medis rausholen. Rauchgranaten können wir behalten. Die können wir eventuell verchecken. Und was haben wir noch? Haben wir relativ viel Kampfstimulanzien. Da kriegen wir den Slot frei. Sprengstoffexperte wäre auch nicht schlecht. Also nehmen wir das Ding mit. Die Leuchtpistole lassen wir da. Stahlrohr brauchen wir nicht. Wir sehen schon, wir sind hier relativ knapp. Nächster Zug halt. Wassergrab. Das Zug, wir fahren ja kein Zug. Wassergrab ist unser nächstes Ziel. Denn im Wassergrab gibt es erstens eine Armeetruppe. Da freuen wir uns besonders. Und zweitens gibt es hier eine Mine mit Reparaturwerkstatt, was echt hilfreich wäre. Außerdem, hier die Truppe kommt an, dann sehen wir auch vielleicht, was hier oben los ist. Könnte sein, dass wir da mit unserer Tötungsaktion gegen die eine Dame nicht unbedingt auf Gegenliebe stoßen. Gegen Wanda. Wir haben die Hexe Wanda getötet. Könnte sein, dass die uns irgendwelche Hinterlassenschaften bringt. Wir gehen auf jeden Fall weiter. Wir haben es jetzt ein bisschen eilig. Das ist eine Diamantenlieferung. Oh, die könnten wir abfangen. Die wäre richtig fett, wenn wir die hier bekommen. So, wir sind im Ackerland. Da haben wir wieder tote Teddybären. Wir werfen einen Blick drauf. Was wir hier... Teddybären. Oh, Kornkreis. Ein Kornkreis haben wir auch. Anderes Spiel, aber Kornkreis. Oh, gucken Sie mal. There is more to this random distribution of children's toys than meets the eye. Ja. Das ist ein Kornkreis. Das sehen wir. Und dann müssten wir uns mal mit dem Teddybär-Rätsel beschäftigen. Ich gehe fast davon aus, die zeigen in eine Richtung. Wir müssen nur den Teddybär finden. Könnt ihr ihn sehen? Wo ist der Teddybär hin? Da oben. Der schaut nach Norden. Also gehen wir nach Norden weiter, ist ja eh unser Weg. Eine Hexenhütte. Das wird spannend. Heading out. Und Alpha-Truppe ist angekommen. Da... Oh, Kalina ist durch. Da bringen wir mal die Proben zu Dr. Kronenberg. Die Jungs müssten ja immer noch freundlich zu uns sein. Ach komm, Türen und so sind was für Loser.
toss us around. Eva. Ja? Boah, guck mal, was da ist. Boah, da ist noch einer von den Bösen, der lebt noch. Peter, let my actions honor you. No! Only one enemy remaining. I hope they've made peace with their fate. They are at my mercy. Oda, einmal bitte. I must have had bad karma for you to hit me. All is forgiven. So, Thor. Erledig das, Mann. It's me, Thor. Wir wissen ja schon, was die Dokis da machen. So, hier kommen wir zu Kronberg runter. Ist ja unten. Wieder runter. Okay, Talina ist erschöpft. Talina muss ausruhen. Okay, dann teilen wir auf und der Rest geht runter. Wir wissen ja, was wir hier unten erwarten. Oni und... Ja, okay. Broni und ihre Freunde. Der Totenfreund. Ist wieder ein neues Krokodil? Aus hier zu. Ist der Typ, der sich ein neues Krokodil holt. Hier ist abgeschlossen. Gehen wir halt durch die offene Tür. Irgendwas ist immer. We're on our way. So, Kroni. Where are my samples? I don't have much time. And stop making... Yeah, yeah, yeah. Hua. Hallo. Where are my samples? Hua hat Samples. Oder? Hat die Samples. Hua. You want something? Where are my samples? Oh, wieso nimmt sie die Samples nicht? Am 3? Outstanding! Oh, wieso nimmt sie die nicht? Lass mal die Anaconda fallen. Fall der Agit. Geht jemand zur Seite, get ready. The battlefield is ready for blood. Oh. Where are my samples? Wohin sollen, right on. Wohin sollen wir die Samples bringen? On my way. Labor? Keine Ahnung. Hat hier ein Sample-Ablage-Regal. It's me, Thor. Ist nicht. Wir haben dir 3 Exemplare mitgebracht. Gehen wir nach oben. Eventuell können wir die oben im Sanatorium abgeben. Ist da jemanden, der quasi zuständig ist? Krankenschwester, Wachendoktor, da hinten vielleicht. You're the boss. Schauen mal. Outstanding. If you insist. I can't comment on Dr. Cronenberg's methods for handling this pandemic. We just don't know enough about the virus. Hier können wir Medis verkaufen. If you have any spare medicines, we can buy them from you. We'll put them to good use in the sanatorium. Okay, ja, wir haben ja... Wir haben ja probiert, die Sachen zu ihr zu bringen. So ist ja nicht. I have arrived at the destination. Probieren wir nochmal. Ready for a new goal. Oder funktioniert da das Spiel nicht? Oder reicht's einfach, wenn wir es haben? Your decisiveness is inspiring. Gute Frage, oder? Every journey begins with a single step. Where are my samples? The samples hier. Boah, hat 3 Stück. Ab. Mal in die Hand. Auch nicht. Hm. Okay. Dann. Because I do not fear success, I have found it waiting for me. Keine Ahnung. Dann haben wir hier jetzt das Thema. Dass die Lady da oben müde ist. Okay.
Dann müssen wir mit Kalina ausruhen. Und der Rest der Truppe wohl auch. Folgende Verträge laufen innerhalb des nächsten Tages ab. Eis läuft jetzt ab, Igitt. Eis möchte ich behalten. Contract's almost done. We gonna re-up? Jo, verlängern wir. Cool, cool. Anderen beiden Meltdown würde ich gehen lassen. Kalina möchte ich behalten. Hatten wir ja gesagt. Ah, die wieder zusammen. Und Suchtbehandlung. Schicke einen Söldner für einen Drogenentzug. Niemand, der drogensüchtig ist, oder? Handlung im Krankenhaus. Boda würde kosten. Aber nur 600, das ist auch lecker. Und das heißt, wir wollten hier vermutlich das Gebiet ausspähen. Wobei. Wir warten hier einfach. Die Truppe muss regenerieren. Das ist einfach nötig. Kalina da hinten, aber das macht nicht. Dann gehen wir hier weiter. Gucken, ob wir mit den anderen zurückkommen. Was ist da denn? Da kommt wieder die Armee, oder was? Wer kommt da? Legion Angriffstrupp. Endlich! Kaum ist der General weg. Der Colonel weg. Er ist ja kein General. Kommen die Jungs von der besonderen Truppe. 1000 Blessings on you. Oder ist nicht mehr müde. Das ist gut. So, Kontrolle über Hexenhütte. Da wollen wir doch hin. Es passieren vielleicht noch. Es scheint bei Hexenhütte eine Hexe zu geben, die Männer vom Wassergrab verzaubert und sexuell missbraucht. Hier denn los? We outie. Wir haben keine Frau dabei. Lami die Hexe. Hostile animal in the area. Oh, da ist ein Krokomobil. It is now open season on buckets. No. Können wir vielleicht das Krokodil in Ruhe lassen? Kein Problem. Wir laufen mal weg. Das ist ihr Krokodil. Heidewitzka, wir wollen ja nicht, dass sie... Wir wollen ja nicht, dass sie böse wird. Wir laufen erstmal weg. On my way. Wenn das Krokodil nicht nachkommt, ist gut. Bitte, es ist ein Wachkrokodil. Das bewacht einfach nur, wir rennen weg. Und da ist bestimmt das nächste Krokodil. Verdammte Axt. Wir sind schneller als das Krokodil. Wir laufen vom Krokodil weg. Keep it in real. Word up. So, hier sind wir erstmal sicher, würde ich sagen. I will have buckets. So, wir gehen hier weg. Und Kräuter gefunden, auch gut. Aber wir wollen doch gar nicht mit dem Krokodil spielen. Komm, Leute, weg. Spuk bleibt da oben. Sehr gut. Ah, jetzt kommt der tatsächlich hierher, verdammte Axt. Ich will ihr Krokodil nicht töten. Och man. Na gut. Ex-Krokodil. Ready. Dann wird's halt Target locked. An das Krokodil auf Ex. Battle is over for now. But there are still enemies around. Jetzt gibt hier noch mehr Krokodile. Das ist schlecht. Heading out. Oh man. Oh. Hübsches Teil, aber leider Schrott für uns. So. Wait. Let's move. Wollte das Krokodil nicht töten. Très bien. Oh man, das war bestimmt ihr Familienkrokodil. Allons-y.
Oui. Geht die Hexe hin? Yo, who let the dogs out? Gespenst und Geist und Phantom, ei, ei, ei. Hilfe! Ich hätte noch mehr Krokodile, das ist ja schlecht. Komm mal weg von die Krokodile. Komm her zu mir. What is your wish? Was ist in der Suppe? Der Kessel blubbert. A very potent potable indeed. I would not touch it. Okay, ein Kräutertrank, der kurzzeitigen Gedächtnisverlust führt. Plus Senfgasgranaten. Das ist natürlich vertrauensfördernd. Wir sammeln mal Kräuter. Dr. Q hier. Ja, noch. Und noch mehr Krokodile. Let's bounce. We outie. C'est parti. Frau Hexe. A wise plan. Können wir mal reden? I welcome you to this consecrated ground. You honor me with your offer. Sind das deine Krokodile? I have walked in the souls of my late husbands to each one of them. I have borrowed their bodies and enchanted them to become my guardians. Okay, dann bist du eine Schamanin? Yes, I am Lami, healer of the body and guide of the soul. I take care of the people of Vasagrab and satisfy their many needs. And their needs have grown ever since their greed brought devastation to this land. Word on the street is they got you up all night satisfying needs. Oh, Behandlung durch... Oh Gott. Eis! Oh man! Men from the village come to me for guidance every night. And I am joining with their bodies and souls in search of the wisdom of the spirits. Oh God. All night long. Oh man. It was a peaceful village until they discovered diamonds and started digging. They devastated their streets and fields, dug under their church, and destroyed their own houses. Their greed attracted evil men who enslaved them. More money, more problems. Okay. May the spirit and with you. Okay. Behandlung durch die Hexe. Ich bin nicht so. Ich weiß nicht. Man könnte sagen, ich bin skeptisch. Sind wir da hoch oder ist da wieder ein Krokodil drin? Something worth checking out. Ach, er braucht schon Schlüssel. Play hat's begriffen. What is your wish? Oh, mittlere Tarnrüstung. 100er Zustand, das ist ja. Tarn, Mittel. Können wir die sogar wegziehen? If there is a Fedora, it is mine. Ja, natürlich, den Fedora hättest du bekommen. Okay, damit haben wir, glaube ich, die Hexe erstmal genug genervt. Würde ich so sagen. Oder wollen wir noch Krokodile, die krokodilt werden? Ah, dann wird die Hexe nur böse, wenn wir ihre Ehemänner umbringen. Ich denke... Also gut, erstmal hier kommt die Legion runter. Aber wir wollen das hier haben. Ganz sicher. Das wird ja nochmal ein Spaß. Vasagrab. Vasagrab-Minengebiet. Machen wir noch 10 Minuten und dann, also jetzt sind wir ja so 20 Minuten etwa in die Aufnahme rein. Gucken wir mal, ob, wie weit wir kommen im Vasagrab. Let's go! 4 gegen 19. Und die Diamantenlieferung ist auch noch da. Okay. Glaub.
Die 6, 7 lassen wir weg. 12 ist genug. Alina braucht... Wassergrab hat 15 Loyalität verloren. Ach du Mann! Oh, Kalina, Vertrag verlängern. Bei dir aber hatten wir gesagt, der ist wichtig. I just remembered when the last full moon was. This means my... Ura! Wir lassen die Lieferung erstmal weggehen. Es hilft auch, hier euch auszuruhen. Das ist richtig. Und wir müssen hier noch einen Vertrag verlängern. Das sehen wir ja schon. Meltdown. Vertrag der folgenden Söldner läuft innerhalb des nächsten Tages aus. Können wir uns Meltdown noch mal einen Tag leisten? Meltdown war günstig. Hey there, boss. Our little contract is almost up. Good enough. Und der Charlie-Trupp, sie muss halt fit werden, sonst können sie nicht los. Wir müssen hier in den Hafen. Sie wird hier fit, ne? Sehr gut. Meltdown vor Erholung. Dr. Q auch. Hier warten wir, bis die raus sind. So. Nina ist nicht mehr erschöpft. Das reicht mir. Wir haben Zeitdruck. Wir müssen hier hoch und dann weiter. Yeah, okay. My wounds are healing. Dr. Q heilt. Ich selber. Er hat noch angeschlagen. Aber jetzt ist der Armeetrupp dran. Ne? Hier, Nachtangriff. Hier gegen 12, jeder 3. Das schaffen wir. Wassergrab, Minengebiet. Also, wie gesagt, 10 Minuten. Mal gucken. Wir brauchen erstmal Aufklärung. Hier ist nisch. Da ist eine Mine. Da ist was. Hier ist relativ verteidigte Anlage. Das heißt, wir könnten hier links rumgehen und das von hinten hier in eine saubere Stellung oder so kommen. Das, wie hoch geht das? Ja, das ist aus wie eine gute Stellung. Von hier wird es eher problematisch. Also gehen wir hier links rum, würde ich sagen. Da ist auch nochmal ein Haus. Eventuell, wir gucken, was geht. Wir müssen auf jeden Fall sneaky hier vorgehen. Es ist die Armee, gegen die wir hier nochmal kämpfen. We shall go. Newsletter. Oh, der Newsletter ist auch noch da. Dann werfen wir erst einen Blick in den Newsletter. Der Daily Xian. Vermisster Colonel. Oh nein. Harry, was haben wir denn? Colonel Jules Fougeau ist verschwunden. Oh Gott, wie konnte denn das passieren? Wird für tot gehalten. Ja, yeah, ja, yeah, irgendwas war eine umstrittene politische Figur. Ja, ja, ja. Zahlreiche Gerüchte. Ja, yeah, ja, yeah, ja. Yeah. Neue Privatsammlung aufgetaucht. Okay. Also gut, ihr könnt es lesen, ihr habt bestimmt angehalten, wenn es euch interessiert. Ansonsten sind wir Dorfbewohner. Très bien. Found a hostel. Und da unten ist ein Armeefried. Going undercover. Gucken wir mal, ob der allein ist. Ready. May the spirits hide me from the opposition. My approach will go unnoticed. The prey will not see. Den mit dem Doktor zu erledigen wäre ganz gut. I am down mean. They will not smell me coming. Und der Doktor hat eine Tarnrüstung. Wenn wir den leise wegbekommen, ist es einer weniger. Sonderbare Logik, ich weiß. The enemy will not expect this. Was bist du? Auf den Hals heimlich töten. Damit sind es noch 11. Und der Doc hat einen von 3 erwischt. Die er braucht. So, erster Kill durch. Sagt er, auf der Seite ist es vermutlich besser. What is your wish? Oh, stopp. Das ist noch ein Freund. Oh, oh, der wird sich gleich seinen Freund finden. Das ist schlecht. Wir sind mal in Deckung. Misstrauisch, ja, ja. Er ruft jetzt Alarm. Leiche gefunden.
I am but a dream in a slumbering world. Hey, ja. Da liegt er. Machen wir jetzt mit dem. Oh, er sieht 7-8. Das ist ja schlecht. Ready. Moving. Gehen wir mal besser weg. Eckchen. May the spirits hide me from the opposition. My approach will go unnoticed. Hinten mal am Ausrufezeichen. So. Jetzt ist die große Frage, was machen wir mit dem Fred? Wird ihn gern messern. I have spotted the opposition. We are under attack. This is not a drill. Okay. I repeat, this is not a drill. Hat die Leiche gefunden. Wir kommen nicht an ihn ran. The enemy will find it is most difficult to hit me. Wir gehen nach da. Warum in Deckung gehen? Damit wir die Aktionspunkte sparen. Oh, er kommt hoch. Das ist ja gut. Okay, jetzt haben wir eine Chance. Jetzt haben wir eine Chance. Holen wir ihn uns. Nice. Revenake hat einen Schalldämpfer. Für Streifschüsse, weil Nebel. May the spirits hide me from the opposition. Dich, hey, mit deinem scheiß Nebel. Entschuldigung. Keine angemessene Ausdrucksweise. Target locked. Streifschuss im Nebel. But a dream in a slumbering world. Du bitte Oberkörper und weg. I am but a dream in a slumbering world. Ja, geht doch. Be wary. The hunt continues. Keiner hat's mitbekommen. Sure you do not be sauber. Afraid. Bei weg. Ah, aber Nebel ist eigentlich für uns gar nicht so verkehrt. But I am humbled before this. Oh, eine Effenfell, das ist lecker. Und sei es nur für die Munition. Aber natürlich. Ach so, wir haben Hohlspitz. Mit Hohlspitz. Ach, Mann. Verwendet. Ja, lass das mal fallen. Eis nimmt er das Gewehr mit. 3 von 10, 3 von 17. Erstmal hier mit der FNFL rein. So, der nächste. What is your wish? One by one. Your command. Yes? Bin bei 10. My approach will go unnoticed. Wir sind bei 10. May the spirits hide me from the opposition. Benek ist nicht getarnt. Warum bist du nicht getarnt? Don't cover. Quiet. Time to sneak and peek. Oh, der ist der nächste. What? I am but a dream in a slumbering world. Da ist der nächste. Der enemy blocks our path. Okay, das war's dann wohl mit heimlich, leise und still. Aber playing it smooth. Wir kriegen hier eine sehr gute Stellung, würde ich sagen. Die Frage ist, ob wir jetzt wirklich Alarm auslösen. Oder ob wir zwei versuchen. Ah, es war ein roter Cursor. Ich dachte, es war der Flammenwerfer. Forget you ever saw me. Good thing I brought my sneaks. Okay, wir können da auf Ding hoch, oder? I am on the prowl. The buckets will not see me. Das wäre ja cool. Wenn wir hier auf die Kirche. I am down. Auf die Kirche, gibt es einen Aufgang? Hätte schon was. Tatsächlich, Flay, du bist mein Held. Discret Mode. Oh, Flay, du bist mein Held. Ganz hoch. Geh ganz hoch. Hallo. Look, something over here.
Gehen wir mal nach vorne. Und das könnte... Gucken mal, was hier noch ist. Nicht, dass da noch zwei, drei Leute sind. Wenn die hier nur zu zweit sind, dann wird es klappen. Dann hat Flay hier von hier oben einen sehr guten Schuss. Ah, das Dach ist ein bisschen dick. An Sunny, okay. Flay wird nicht gesehen. My approach will go unnoticed. Forget you ever saw me. Okay. Yes? May the spirits hide me from the opposition. Dann ist der Plan. Über das Reingehen, dann gehen Gläser kaputt. Glass shatters und so. Hide my foes. Soldat nichts ahnen, Sanitäter keine Sicht. Also, der Plan ist eigentlich relativ einfach. Du legst den Sunny und dann knallt's hier in der Kiste. Discret mom. If the wind holds steady. Du holst dir den Sunny. Alert! Man your stations! Oh, da sind noch mehr. Heieiei. Nachladen. I am but a dream in a slumbering world. Eben und. Den Oberkörper. I am but a dream in a slumbering world. Hol ihn dir. 104. Oh, da ist noch ein Kollege. Ja, der verstehen wir uns besser. Ich würde sagen, einmal ins Haus würde ich. If that is your wish. Das gibt uns ja eine gute Stellung. Enemy will find it is most difficult to hit me. Und dann haben wir ja immer noch den Vorteil von eine Sicht und so. Time to sneak and peek. Ice Williams. Du gehst da hinten rum. Playing it smooth. Eigentlich, es war meine Idee, ja, hier oder so. Aber gut, jetzt, den habe ich vergessen. Endlich ein verborgener Zug. Okay. The prey will not see me. Okay. The prey is unaware. Niemand sieht dich, das ist gut. Also, Kopf. Play, du bist mein Held. Und damit würde ich sagen, wir laden das mal nach. Aber den ersten Teil hat der Anfang ist gemacht. Beim nächsten Mal holen wir uns den Rest der Mine. Bis dahin ist es jetzt noch 4 gegen 9. Jeder 2 und einer über den Durst. In dem Sinne, bis dann.